Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Manager D zu Blockfruits und ich muss heute wieder viel erzählen. Und zwar als allererstes zum Ende der anderen Folge habe ich es geschafft, Ghoulrace zu bekommen, denn nach der Folge, wo ich das beendet habe, ist der Boss gespawnt tatsächlich und er hat mir die Fackel gedroppt. Ich habe mir das gekauft in dieser Küche und so habe ich Ghoulrace bekommen. Ich bin habe auch etwas gelevelt. Aber ich kann nicht so viel leveln, weil ich habe natürlich Schule, deswegen kann auch am Wochenende und so nichts kommen, weil jetzt wieder die Zeit gekommen, wo ich viele Arbeiten schreibe, wo ich auf jeden Fall lernen muss. Vielleicht will ich dann offscreen ein bisschen leveln, aber Videos kann ich dann erstmal nicht mehr machen. So, jetzt aber zu der Sache, weil ich leveln will. Ayep ist jetzt schon C3, der hat durchgesuchtet. Zu den Tagen, wo ich auch etwas krank war wieder tatsächlich, habe wieder meine Stimme war wieder im Arsch. Ja, und hatte Schnupfen und konnte dementsprechend auch nicht aufnehmen, weil sich das nicht schön angehört hatte. Ja. Gut, wir gehen rein in Cursed Ship. Und ja, ich will W3 machen. Also beim Ghoulrace W3, ich habe den schon W2. Dafür brauche ich 2 Millionen. Es hat endlich geklappt, dass das da geht. Ich brauche 2 Millionen, also muss ich jetzt noch mal ein paar Leute killen. Ich euch zeigen werde, dann gehe ich für runter jetzt in die Engineer. Und ich denke mal, für Level 1300 kann man auch schon noch die nächsten Quests annehmen. Und Level 1350 müsste dann schon die vorletzte Insel sein. Hier bei W2. Und dann können wir auch schon zu W3 kommen. Und damit Matei und Aya ein bisschen abhängen und noch leveln. Weil ich das auf jeden Fall ja, auf jeden Fall Max Level werden will. Ich weiß jetzt nicht mit dem Update zu bei Blockfruits, ob da jetzt irgendwas gekommen ist. Ich glaube soweit nicht. Ich könnte ja noch mal gucken, aber ich glaube nicht. Nee, er ist immer. Also, Berat ist immer noch Level 2550. Also, ach, ich weiß nicht. Leute, ich bin auch nicht so komplett drin. Ja, ich kill ja erstmal ein paar wieder. Wie immer und dann schneide ich den Rest raus und sehen wir uns dann bei dem Sonnenblumenberg. So Leute, wir sind jetzt hier in der Cafeteria, weil ich jetzt noch mal hier schnell in den Shop gucken wollte. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon wieder über 2 Millionen. Was im Shop ist, Rockets. Shop, Flame. Oh, Sound ist im Shop. Sound eigentlich auch eigentlich eine sehr coole Frucht. Und was ich sagen wollte zu Ayep. Ich weiß, ich glaube, ich habe es nicht im Video gesagt. Vorher, wenn er hat Leopard gezogen. Er hat Leopard gezogen hier im Shop. Und da hat das mit Matei getradet. Für Real Life 10 Euro. Venom und. Ich glaube. Gravit? Nee. Control, oder? Control und Venom, glaube ich, war es. Und ja. Dann. Oh. Wenn man gerade vom Teufel spricht, er hat gerade wahrscheinlich Control gezogen, oder was? Perfekt. Ja, wenn man, mein Gott, mein Mikrofon hat, perfekt. Mein Mikrofon hat keinen Bock mehr. Ja, und dann hat er vor 3 Tagen oder so, hat er dann nochmal gezogen. Nicht nochmal gezogen, sondern, spricht man das so aus? Do gezogen. Do. Hier, wo ist sie? Hier die. Do. Keine Ahnung. Wahrscheinlich die beste Elementfrucht. Auf jeden Fall hat der Typ sehr, sehr viel Spin-Luck. Gut, jetzt gehen wir auf jeden Fall hierher zum Sonnenblumenberg. Ich wandle uns einfach mal, damit wir hier schneller einfach mal hinkommen. Das ist sogar Diamond. Wollen wir mal sehen. Zack. Warte, hier hinten die Ecke. War das hier? Hier muss doch irgendwie. Ja, hier. So. Hallo. Let's begin. What? Oh, rip intra. In train. Those. Let's find. Hidden. Yes, sure. I know. This must be. Excellent. Talk to me again with
You Def. Okay. Ich muss jetzt 5 Spieler umbringen. Wo kann man am besten 5 Spieler umbringen? Also. Hier chillt jetzt keiner rum. Vielleicht, ich habe auch Matej gefragt, ob er, vielleicht, ob ich ihn 5-mal töten kann. Aber der hat jetzt keinen Bock. So, sonst finde ich hier niemanden. Mann, scheiße. Hier gehen jetzt welche rum, ob ich die vielleicht töten kann. Weil so, ich weiß nicht, ich will halt mein Bounty hier nicht verlieren, ob ich dann zur Marine wechseln sollte. Komm mal her, Jungs. Ja, vielleicht kriege ich den. Oh ne, komm her. Was hat der denn für eine Frucht? Okay, einer down. Ich weiß nicht, muss ich Leute killen, die meinem Level entsprechen? Weil sonst kriege ich den jetzt auch noch down. Okay, den habe ich sogar bekommen. Das war sogar einer meiner Level. Okay, 3 Leute muss ich noch killen. Da ist noch einer. Den habe ich schon gekillt. Ich weiß nicht, welches Level bist denn du, mein Freund? Okay, den habe ich gekillt. Der war wahrscheinlich Level 700 irgendwas. Den nehmen wir auch den Boss einfach, Chili Mili. Einfach mal kurz mit. Damit er den nicht bekommt. Die sind richtig gemein. Hallo, willst du sterben? Hast du Bock? Will jetzt dein Buddha-Freund kommen oder was? Hat er kein PvP an? Okay. Er ist auch down. Bin jetzt 4 Leute schon gekillt. Das ist ein Love Player. Hat er an? Ne, ich glaube nicht, oder? Jetzt macht er an, er macht an. Ich bekomme den, Alter. Wo fliegst du denn hin, mein Guder? Er macht keinen Damage. Macht fast 0 Damage. Wo ist er hin? Mein Gott, was ein Junge. Oh mein Gott, ist er bad. Wie schlecht. Komm her. Ja, komm auf. Komm her. Oh. Ich hab ihn. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Leute in mein Level töten muss, aber das waren doch jetzt 5, oder? Waren das jetzt 5? 1, 2, 3, 4, 5. Also es müssten jetzt 5 Leute gewesen sein. Das ging ja sehr schnell. Wenn das zählt, wäre es auf jeden Fall sehr geil. Gehen auf jeden Fall hier wieder rein. Okay. 2 Millionen, ja. Okay. Nur noch Hell Out. Okay, was ist das? Ich hab sie. Was ist das? Also ich habe die ganz großen Hörner. Ich habe auf jeden Fall W3. Guck mal meine Hörner an, Alter. Und was ist das? Heighten the senses. Was auch immer das ist. Okay. Was kann ich damit anfangen? Verliere ich das, wenn ich sterbe? Ich gehe mal einfach mal Cafeteria. Okay, perfekt. Hat ja sehr
schnell geklappt mit W3. Ich dachte, das wird jetzt länger dauern. Habe ich das irgendwie in der Hand? Also, hier, ich bin Ghoul. Okay. Gut. Ja, sonst wäre es das denn auch mit der Folge gewesen. Denn ich habe ja das erreicht, was ich erreichen wollte in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Für mehr, auch wenn jetzt in die Wochen leider nichts mehr kommt, habe ich ja noch 100 andere coole Videos, die ihr euch anschauen könnt auf meinem Kanal. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao.